Warte, habe ich genug. Weg mal die Granatwerfer aus. Machen wir mal. Flup! Ah, da ist das Ding. Wo sind jetzt Granaten? Aua! Hä? Von beiden. Oh, fuck, ich bin gleich tot. Aber, oh. Nein, bin down. Warte, ich hab glaube ich ein Dings. Wiederbelebungskit. Müsste eigentlich aus der Reichweite vom Tesla sein, aber. Wo bist denn du? Nein. Dahin? Liegt zwischen Kohlemine und dem Drillship. Okay, schon wieder Drohnen. Roboter. Pass auf, hier neben mir ist was. Ich sehe deinen Namen. Komm. Oh, falsche Waffe. Reibe die Steine. Das sind Magneten. Ah cool, der heilt aber gleich weiter. Ach ne, er hat dich geheilt. Was ist das für eine Scheiße? Ich wollte mich heilen. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Rechtsklick ist Eigenheilung. Rechtsklick ist... Da kommt ein Panzer auf uns zu. Der Tesla-Panzer. 5. Das war ja... Ah, Tesla funktioniert, glaube ich, nicht mit Granaten. Nee, wenn die das einmal treffen, dann ist vorbei. Okay, dann kann ich mir die Granate wirklich sparen. Ja, aber der Panzer fährt gerade weg, oder wir können dann nicht so... Raketen davon noch bei? Ja. Obwohl, der fängt, der Tesla fängt das eventuell auch ab. Werden wir mal rausfinden. Ja, fängt er ab. Mit dem schweren Granatwerfer kann ich ohne rennen, ne? Achso, aber warte. Ne, mit dem Raketenwerfer kann ich rein. Der Panzer kommt. Ja, komm mal schnell zu mir. Schnell geht nicht. Mal kurz Rüstung aufladen. Du hast Gewehr nehmen. Wo die MP auf Entfernung hochtrifft. Auf der Hüfte. Den Tesla von dem Ding unterschreiben. Oh, kommt noch ein zweiter. Zweiter Panzer? Ja, zweiter Panzer mit 9 Leuten. Ach, da hinten ist eine Drohne. Passt. Kacke. Ja, weg dich dran hier jetzt.
Die hauen ab, so eine Scheiße. Na, shit. Ja, hab den Tesla. Jetzt können wir hier rangehen. Wäre cool, wenn man die am Verkrümeln hindern könnte. Naja, mit dem Hacker-Modul wahrscheinlich. Ich lasse mal unsere Targets hier wieder abtauchen, ne? Ach so, ja. Wir müssen ja hier nicht rumstehen, ich lasse noch kaputt gehen. Das ist egal, wir werden ja neu produziert. Ja, aber nicht, dass aber der Inhalt halt... davon weg ist. Ich hätte mein Inventar da drin mal entleeren können. Du musst den dir vor der Nase rufen und dann machst du dann leer. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wollen wir noch nach oben zu dem Vehikel oder? Ja, und dann versuchen wir das zu übernehmen. Ist ja egal, ich will das ja erstmal ausprobieren, ob das und wie das funktioniert und was für Vorteile wir haben. Und ich hab einen Bug. Boah, jetzt wollte ich vorhalten und der Dude bleibt stehen. Ey, treffe ich mit mir, wer nicht? Ich bin nur genau drauf, seht ihr das? Achso, warte, ich hab hier... Endlich! So, das Eisen läuft jetzt nicht, aber... Mein Inventar ist auch voll, wir müssen eh gleich so ein Ding rufen. Achso, dann lass es doch jetzt machen. Dann können wir auch nochmal, nehmen wir den Support und dann können wir auch nochmal gleich Dings auffüllen. Oder hin. Alter, wie lange die Kugel braucht, bis die rausfliegt, Alter. Oh, ist wieder aufgefüllt, wenn die zurück zum Lager geht. Nice. Ah, wenn man es wegschickt, legt da ab, oder wird? Ja. Ist wieder leer, ja? Ist wieder leer. Obwohl, ich habe vorhin in den Pistolenturm Sachen reingepackt, ne? Na, die lädt da auch aus. Och, echt jetzt? Kann man hier nicht mal in Ruhe abladen, Alter. Okay, Ding ist voll. Naja, dann zurück. Oder willst du dich noch aufladen? Das geht auch, wenn man auf den Knopf drückt. Macht das schnell genug auf den anderen drücken. Also auch wenn er schon beim Weglaufen ist, kannst du dich immer noch schnell heilen oder schnell Rüstung machen, wenn er sich zusammenklappt. Gut, die haben wir, glaube ich, hier alle gelootet. So, ich habe das dann EMP-Granaten und sowas gegeben. Ich würde mal gucken, ob hier irgendwo ein Turm ist. Alter, sind hier viele. Okay, wenn das dann gern kippt, die sind alle nur in. Die durch die Luft fliegen. Nein, daneben geschossen. Boah, ich hab das mit der Höhe noch nicht raus. Okay, dann muss ich mehr. Schiff wieder unternommen. Ist jetzt unser.
Achso, ja, stimmt. Cool. Ging ja fix. Hat gar nicht so lange gedauert, oder? Das Übernehmen. Nee, ich bin. Hast du das Ding an der Seite weggeschossen? Was habe ich an der Seite weggeschossen? Hast du. Ich habe auf den Turm geschossen die ganze Zeit, ja. Ja, du solltest das Geschütz aber nicht kaputt machen. Dafür habe ich die IMP-Granaten gegeben. Du, ich hab's doch die ganze Zeit, aber ich habe gerade eben trotzdem nochmal drauf geschossen. Wenn das mich die ganze Zeit bombardiert, mach ich das doch lieber kaputt. Und sonst musst du mir vorher sagen, wenn du die ganze Bums übernehmen willst. Wusste ich nicht. So, Panzer kommt, blauer Panzer. Warte, was passiert, wenn ich jetzt damit abtauche? Ist das Ding jetzt unser? Ich hoffe, der kommt hier nicht ran. Jetzt muss ich gleich mal einen Raketenwerfer zücken. Wo ist denn unser anderes Schiff? Kannst du denn überhaupt abtauchen, wenn die Seite hier kaputt ist? Wahrscheinlich. Ich probier's einfach. Ja, jo. Taucht ab. Aber siehst du unser anderes Schiff noch auf der Karte? Pfeiler? Nein. Das hätte hier unten sein müssen. Das ist jetzt weg. Da unten ist jetzt tiefe Schlucht als Symbol, wo wir vorhin aufgetaucht sind. Ist weg. Vielleicht kann man nicht mehrere haben, David. Und du hast jetzt so mit dem neuen das alte überschrieben, wenn wir Pech haben. Na, dann nehme ich das, was wir vor 10 Minuten hatten. Den. Nee, automatischer vor. Dann nehmen wir den automatischen vor 5 Minuten. Pfeiler. Na, ich weiß ja nicht, ob man das jetzt noch wechseln kann oder sowas. Aber Raketenwerfer geht doch, wenn du aus der Hüfte zielst. Da braucht die Rakete ein bisschen lange, aber. Und wisst ihr, wenn du sagst, wir müssen neu laden, dann müssen wir neu laden. Schmeißt du mich dann einfach raus oder muss ich da noch ein paar drücken? Ah, okay, er schmeißt mir einfach raus. Ich würde gerade sagen, eigentlich wirst du mal rausgeschmissen. Ja. Jetzt bin ich rausgeflogen. Bist du schon wieder drin, David? David, bist du schon wieder drin? Ja, ich bin drin. Okay. Wie tanzt du? Also überschreibt man eine Jewel-Chip wohl. Oder irgendwo muss man dann aussuchen können, welches man ruft. Aber wo ist ja dann die Frage, ne? Na, oder einer bleibt beim anderen. Vielleicht hilft das in dem Fall. Dass man mit dem anderen auch gleich runtertauchen kann. Ich weiß nicht. Das wäre auch mal eine gute Frage, ja. Ey, ich hasse das. Ganz gut. Ach ja, stimmt. Ich muss das erste Ding widerrufen, damit ich den Bums einsammeln kann. Achso, jetzt zeigt's abgebrochen, ne? Nee, er lebt noch. Oh, nicht meine Munition. Schon die nächsten, Alter. Daneben.
Wieder daneben. Ich weiß halt nicht, warum das in dem Spiel so ist oder ob ich einfach die ganze Zeit mich zu dämlich anstelle, aber ich spiele viel Ego-Shooter und sowas. Und in anderen Spielen, außer die sind echt schlecht programmiert, ist das normalerweise nicht so. Aber ist hier auch von Waffe zu Waffe unterschiedlich, Alter. Also das weiß ich, mit dem Revolver und dem normalen Gewehr werde ich irgendwie nicht warm. Schon drin. Okay. Da ist halt noch ein Panzer draußen. Am falschen Ende. Du wolltest das Ding nicht. Okay. Nee, wir können es ja nicht kapern. Können wir, tun wir schon, aber wir haben. Nee, für die wollen wir das macht gar keinen Sinn. Aber dann macht frag mich keinen bloß. Sinn, warum man so ein Ding bauen soll. Richtig. Weil. Also klar, man kann das irgendwie mit Metall die ganze Zeit halten, falls du irgendwann mal getötet wirst, dass du schnell wieder an ein gutes Schiff kommst, aber wenn du getötet wirst, hast du ja auch keine. Weiß ich nicht, vielleicht als Backup irgendwo behalten, aber macht für mich wenig Sinn. Ich weiß nicht, ob man mehrere Schiffe haben kann. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Ja, das kann gut möglich sein. Aber ich habe ja versucht, unser Schiff zu rufen. Und du konntest jetzt auch nicht aussuchen, welches Schiff. Weiß nicht. Vielleicht lag es daran, dass nur jeder ein Schiff haben kann und dadurch, dass ich unser Hauptschiff quasi zum letzten Mal gekapert habe, dass jemand anderes kann auch das machen muss. Was schießt denn hier auf mich? Ah, da oben stand noch einer. Achtung, Richtung ist blockiert. Okay. Da steht noch ein Panzer. Und was kriegen wir eigentlich die goldenen Teile? Dann können wir upgraden aufs nächste. Und wir brauchen meistens nur 2, 3. Kriegt man vielleicht später, wenn man die stärkeren Schiffe so gesehen noch besiegt, dass man da auch wieder goldene Teile rauskriegt. Ja, das ist sowieso. Also um weiter abzugraden, müssen wir sowieso die nächstgrößeren Schiffe noch dingsen. Also das ist auch gerade unsere Mission, dass wir in Stufe 3, aber wie gesagt, die sind normal. Nochmal eine andere Nummer.
Muss ich nochmal heilen? Loswerden? Ja, klappt schon. Mal zum... Also zurück. Nur 3 Minuten. Sollten wir mal flitzen, sind doch 300 Meter. Kann ich nochmal schnell nebenbei gucken, ob ich alle Waffen mal durchgeladen habe. Finden und nachladen geht ja zum Glück. Nicht wie in manch anderen Spielen. Frag mich, gibt es eigentlich für alle Waffen panzerbrechende Muni? Weil ich fürs Gewehr und für MP und MG noch sowas gar nicht gesehen habe. Fürs Gewehr gibt es Sprengmunition. Kostet aber auch wieder Kristalle. Ja. Und MP und sowas haben wir gerade noch nicht freigeschalten. Es wird dauert noch ein bisschen. Also sonst müssen wir das nachher mal ausprobieren, wenn ich das hacke. Und sonst müssen wir halt auch wieder. Let's go. Laden. Jo. Ich komme mit nach vorne. Ist die Drohne noch unterwegs? Nur eine Mining-Drohne. Let's go. Lassen wir sie hier. Was passiert denn mit der Mining-Drohne dann? Wird die jetzt hier zerstört? Kommt die trotzdem noch zurück in unser Schiff oder? Na, ich glaube, das Abgebaute kriegen wir. Ich weiß gar nicht. Aber wenn du die jetzt hier zurücklässt. Nee, die ist weggeploppt. Ja, wie gesagt, das wird jedes Mal eine neue Drohne. Wir können nur eine haben und es wird jedes Mal, die funktioniert nicht sofort, sondern wenn wir auftauchen, brauchst du 1-2 Minuten, ehe die erst gebaut wird und dann wird die erst losgeschickt. Ja, okay. Eine Minigun mal herstellen. Matches. Das MG, das haben wir schon eins hinten im Dings drin. Ja, aber das Munition kann ich dir herstellen. Ah, okay. Munition. Ach so, wir sind ja dämlich. Wir laufen ja mal nachher hin. Ich habe Luken gefunden, die davon kann man auch aufs Lager zugreifen. Ah, okay. Ja, schon an die Wände angebracht. Das halbe Inventar mit ganz vielen anderen Sachen voll. Ah, den Sprengstoff wollte ich noch ausprobieren. Ja. Das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich noch nicht ausprobiert habe. Und natürlich dann das MG, wenn die Muni dafür ready ist. Mit dem Gewehr werde ich nur noch schießen, wenn die Gegner gerade auf mich zulaufen. Es bringt nicht besonders viel, wenn die laufen, damit zu schießen. Manchmal hältst du vor und triffst, manchmal hältst du nicht vor und triffst. Das ist mir so zu random. Denn die ganze Zeit die Muni daneben ballern, bringt ja ohne. Stuff bei. Muss ich mal wirklich aussortieren und gucken, was ich denn ja nicht mehr benutze. Naja, gut, das war ja die Mining-Drohnen da rufen können, denn Quatsch, die Geschütz-Drohnen. Keine Ahnung, wie ich das Ding, wie ich die Dinger nennen soll. Und dann können wir ja mal abladen. Es leckt schon wieder. Obwohl 100 FPS sind. Und ein Ping von 0,12. Lecke die lecker. Lecker. Mhm. Okay, ist. Weiß ich nicht. Also mit Mods geht's wahrscheinlich. Beziehungsweise habe ich bei denen auf der Seite im Forum gesehen, dass sie daran arbeiten. Aber ist auch schon ein paar Tage hin. Okay. Das war vor 3 Jahren. Hier, Kreissäger. Alles klar. Wird denn noch besser als eine Picke oder? Metall zu bearbeiten. Nicht abzuarbeiten. Die Kreissäge, mhm. Die ist gegen die Viecher ganz gut im Nahkampf. Okay.
Wollen wir bloß nicht noch mehr in die Tasche stecken. Jetzt muss ich schon mal ein paar Waffen ablegen. Ich sehe die Muni wieder nicht hier. Die wollte ich mitnehmen. Hast du Lars jetzt eigentlich schon geschrieben? Ich habe Lars geschrieben, ja. Ich hatte ihn geschrieben. Tauschen wir es gegen die Pump. Kann. Ich denke, er ist auch hoch bemüht, mitzuzappen. Gehst du mal stark von aus, ja, Jürgen? Na klar. Das Game macht euch ja Fun. Geht den Raketenwerfer auch erstmal raus. Raus, das kann raus und das und das und das. Raketenwerfer-Muni, lieber, wo sollten die mit hinpacken? Zu der Sturmgewehr-Muni oder eher zu den Granaten? Zu den Granaten, oder? Ja, zu den Granaten. Sieht ja aus wie Granaten. Stiel dran. Stiel gerade. Hü. Eine deutsche Erfindung. Stil. No. Wo ist er? Da ist er. Machen wir mal damit hin. Mal das hier ist die C4. Dann packe ich mal die Dach damit nach hinten. Ne, müsste alle den mal verschieben, ist weg, oder? So, 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 so. Mein Schraubenschlüssel brauche ich ja eigentlich gar nicht so oft, oder? Wenn wir draußen rumrennen, brauche ich den doch eigentlich gar nicht. Achso, stimmt, das wollten wir auch noch mal ausprobieren. Schraubenschlüssel mal. Alles Schraubenschlüssel. Dann packe ich mir dafür mal noch die Kreissäge ein. Wo ist denn hin? Da. Würde ich nur, wenn du das Schiff reparierst oder erweiterst. Oh. Ah, die Kreissäge kann ich da was für mal. Oh ja. Okay. Ich glaube, die braucht auch gar kein Benzin. Ich habe jetzt keine Anzeige auf jeden Fall gesehen. Yeah, Muni drin. Ja, krass, obwohl das oben ein Tellermagazin ist, was viel größer ist, hat das 50 Schuss. Genau nur wie die MP mit einem kleinen Trommelmagazin. Ist ja auch nicht, wenn ich mich aber nicht irre, hatten eigentlich aber diese Tellermagazine 100 oder 120 oder 150 Schuss früher drin. Naja, okay, man muss sich ja auch nicht an realistische halten. Ne? Das ist ja egal. Aber es nimmt weniger Platz weg am Dings. Ja, das stimmt. Weil du hast 500 Schuss hast. Ja, weil man es höher stacken kann, hast du recht, ja. Obwohl, ich glaube, die MP-Muni kannst du auch bis 500 stacken, David. Oder sogar bis 1000. Ist ja nur... Präzisionsgewehr-Muni geht nur 30 immer zu stacken, Pistolen-Muni geht immer nur 30 und Shotgun geht immer nur 30. Granaten zum Beispiel aus dem Granatwerfer kann man immer 6 übereinander, nee, sogar noch mehr übereinander stacken. Das ist dann theoretisch besser als Granaten beizuhaben, weil du ja immer nur 5 Granaten hast und dann ist das Stack. Munition kann ich hier 100 Stacks herstellen. Ich wäre Granatwerfer, ist dann viel praktischer als also ich würde eigentlich nur mit einem Granatwerfer schießen und ja keine Handgranaten mehr schmeißen. Naja, die sammelst du eh nebenbei die ganze Zeit auf. Ja, und schmeiß ich meine Granaten jetzt hier hoch raus. Ich kann immer nur eine einstecken. Ich habe immer nur 5 bei, die schmeiße ich am Anfang, aber wie gesagt, man sammelt auch so viele. Ich mach ja Granatwerfer, Muni, zweierlei und dann reicht das erstmal. Die MP, Granaten, die schocken, die halten aber nicht lang, außer bei Standard-Mobs, ne? Also die tasern vielleicht so 5 bis 10 Sekunden und danach... Ja, die kippen nur kurz um. Das ist eigentlich schade, weil ich habe gedacht, da kann man die Türme vielleicht so 30 Sekunden außer Gefecht setzen, dann kann man da ganz im Ruhe das Schiff kapern, aber wenn das immer bis 5 Sekunden sind, dann... Der Kohlemine. Können wir machen, wenn wir noch Kohle brauchen, klar. Und sonst können wir auch die Dröhnchen losschicken.
Ja, die machen das automatisch die ganze Zeit. Also Lars hat mir vor einer halben Stunde geschrieben, ja gleich. Hm. Muss ihm wohl irgendwas dazwischen gekommen sein. Konntest du die Farbe einstellen von unserem Vehikel, dass das jetzt alles schwarz ist? Nee, du kannst das Färbding auch. Ah, okay. Kannst du herstellen, das Farbding, dann kannst du es umfärben. Ah, okay. Der Nachteil an den großen, schweren Waffen ist, dass man nicht mehr sprinten kann. Ah. Bei den kleinen Waffen kannst du sprinten. Also bei Raketenwerfer und MG geht sprinten nicht. Warte mal, bei Granatwerfer? Bei Granatwerfer geht's noch. Bei Sprengstoff müsste es ja eigentlich auch gehen, ja. Bei den ganz großen Waffen kannst du nicht mehr sprinten. Okay. Aber hast du die MP schon mal ausprobiert, David? Also ich finde die ja nicht schlecht. Man trifft auch noch auf gefühlt fast 50 Meter aus der Hüfte. Okay. Klar, hier noch mal ein paar Mumpeln daneben, aber recht wenig. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich finde die nicht schlecht. Ich bin mal gleich gespannt, wie es LMG also liest. So ganz aufgefüllt ist es. Ich weiß nicht, die brauchen das irgendwie anders. Was ist nicht aber, so ganz aufgefüllt? Aber, na, hier die aufgeschlagenen, wo man normalerweise, weißt du, die Bretter wegmachen muss. Ach da so. hat sich nichts aufgefüllt. Nee. Also ist nur die Hälfte wieder da. Oh, hätten wir vielleicht noch ein paar Minuten warten müssen. Aber also, wenn wir drin stehen, spawnen es 100 pro nicht noch. Das war's, ja. Ja, ich habe trotzdem 80, 90. Besser als nicht. Und da kommen Freunde, okay, dass ich das MG mal ausprobieren. Geht, aber ich würde nicht sagen, dass die schneller umfallen, als wenn ich mit der MP jetzt drauf geschossen hätte. Wie groß ist denn die Streuung von den Dingen? Ein paar Kugeln sind daneben geflogen. Warte, aber ich kann mal gucken. Weil ich kann mir vorstellen, dass es eventuell dadurch, dass du dich auch langsam bewegst, vielleicht einfach für Panzer oder so ist. Also Schaden macht die Minigun Muni 6, Streuung 2, Reichweite 25. Und die MP-Muni hat 3 Schaden, Streuung auch 2, also genau die gleiche Streukreis und 10 Meter Reichweite. Ich habe auch schon über 10 Meter geschossen und fast alles getroffen. Ne, der Schaden geht wahrscheinlich einfach nur runter. Ist jetzt hingelaufen, David, zurück? Ne, da unten nee, ist er. Zu deinem Schiff. Zu dem Schiff da hinten, ja. Irgendjemand macht hier den Panzer platt. Bitte. Oh. Oh, hier war eine MP dabei. Easy MP. Raketen, oh, das. Achso, ich würde mal kurz Dings rufen. Support. So, kann ich mal die MP auswählen? Okay. Auch, ne?
Kommt doch einfach immer auf die Gegner an, wie doll die gepanzert sind. Wir haben hier noch eine Hügel. Alter! Granate. Ja, haut ab. Okay. Hat sich ja voll gelohnt. Aber noch ein Panzer. Oh, ja, da hat ein Ding. Voll getroffen am Ende. Was war das jetzt? Zünder. Erfordert Sprengstoff. Gelegter Sprengstoff. Und dann so. Ah, okay, ah, man braucht erst einen Zünder. Für... Oh, da kommt noch ein Panzer, oder? Ach nee, der lebt noch. Da, da kommt auch ein Bohrer hoch. Das ist der andere Bohrer wieder. Ich sage, warte, pass auf, die schießen auf dich. Ich würde mich mal kurz abladen. Mhm. Weil ich hatte am Hacken hatte die Töne. Oh, jetzt sind die drei. Ja. Okay, ist einfach nur kaputt wieder. Na, tut mir leid, weil ich auf die drei schieße, habe ich den Thomas halt getroffen, ne? Nee, nee, der ist kaputt gegangen nach dem Hacken.
Inventar ist voll. Du kannst die ganze Zeit verwenden. So, damit kann ich den Status wechseln. Bei dir kommt jetzt der Pistolenturm, da können wir nochmal ablegen. Da jetzt alles? Ne, oben war ich noch nicht. Das ist hier. Aber oben ist auch nicht mehr. Cool, der Turm schießt doch automatisch auf das Ding, ne, um es zu zerstören. Tschüssi. Zu den Gruppen, dass er abhauen soll? Nein, hab ich nicht. Na, dann geht er wahrscheinlich, wenn er leer ist. Wenn er keine Muni hat, geht er wohl weg, ja, denke ich auch. Gucken, hier haben wir die Wände kaputt. Wird es kaputt? Die Decke ist kaputt. Oh, unser Dings ist leer. Voll. Ah ne, jetzt ist der Turm wieder da. Achso, ich glaube, ich weiß warum. Ja. Unser Dings ist kaputt. Unser Inventar ist voll im Schiff. Achso. Deswegen, ja, da sind noch Sachen drin. Dann müssen wir da mal ein bisschen aussortieren. Also wir brauchen auch nicht fast 50.000 Eisen oder so. Naja, aber dann rufen wir den andere. Der andere. Achso, du rufst ihn auch schon. Der andere, der müsste jetzt wieder Platz haben, der hat nämlich gerade abgeladen. Nee, wir müssen die leer bekommen. Die kommt zurück mit vollem Inventar. Oder das, was nicht mehr ins Schiff passt, weil das Schiff voll ist. Logisch, aber ich pack doch jetzt lieber den Krempel erstmal darin, anstatt das in meinem Inventar dabei zu haben. Naja, wenn ich das Schiffsinventar leer gemacht habe, bist du das ja von denen, was noch in denen ihren Inventar ist, eigentlich automatisch ins Schiffinventar dann fallen. Eigentlich. Machen jetzt wichtiges rein. Ihr habt alles abgebaut, ihr kann die Türme zurückschicken, ne? Ja, aber die gehen dann wieder zurück an den gleichen Ort. Die kommen wieder. Wenn sie voll sind. Ja. Ist nicht ultra schlimm, oder? Jetzt zum falschen Schiff gehört. Da hin. Lars sagt gar nichts. Doch, ich lass euch erstmal ausreden. Tu immer mit deinem Ausreden. Naja, wenn ihr das. Glück einfach dazwischen wie ein echter Mann, so wie ich gerade. Der sagt immer, Frachtraum ist voll. Ja, dann musst du mal lernen. Ja, na, sag mal, seid ihr gestorben zwischendurch? Nee, wieso? Na, weil mein Rucksack lag hinten und ich bin vorne gespawnt. Ja, ich bin auch vorne gespawnt und. Ich bin da letztes Mal ja nicht gestorben, ich bin da im Bett gewesen. Ist auch immer so, Pilers Rucksack liegt auch immer da. Wenn wir eine Runde anfangen und du nicht drinne bist, dann liegt okay. Dein Rucksack nur da. Du spawnst wieder. Weil ich mich auch keine Rüstung mehr habe und sowas. Das ist aber irgendwie was gewundert. Ich habe jetzt noch die Picke und Pistole und. Na, weil du ja theoretisch nicht im Spiel. Ja, das ist leider so. Also brauchst du nicht okay. Die Rüstung voll machen. Aber davon haben wir, glaube ich, auch welche noch hergestellt. Also. Was brauchen wir noch? Ein Statuspult brauchen wir nicht, ne? Eisen brauchen wir, ja? Oder was? Und Kristalle. Na, Kohle. Kohle?
Nee, ich musste noch den Zwerg ins Bett bringen und dann musste ich noch kurz da bleiben. Er wollte noch nicht gleich alleine sein. Nö. Aber alles gut. Ja, muss ich mal gucken, was wir jetzt. Wenn es eine leere Kiste. Okay, wenn das Inventar voll ist, dann warte ich erstmal. Oder soll ich es einfach in irgendeinen Schrank erstmal einsortieren? Hä? Zeig's aus Versehen wieder mit dir, weil ich aus Versehen Doppel-E gedrückt habe. Ich bin ja clever. So, sind alle drin? Hm. Ich bin drin, ja. Wie taugt ja, ne? Hm. Ach Mann, ich hatte ja schon wieder die falsche Taste gedrückt. Auch noch einen neuen Munischrank. Hier die Dingsmuni raus und dann machen wir hier Pistole, hier Shotgun Muni. Wo sind denn Waffen drin? Ne? Bei den Waffen? Ach da. Die sehen. Den Waffen, Dicky. Ich mach mal die Tesla-Batterie-Munition, mach ich bei den Gewehren mit rein, ja? Och man, ich hab ja aus Versehen schon wieder drauf gedrückt. Ich darf nicht Doppel-E drücken. Ist ganz gefährlich.
Achso, falls du mal so Status-Pult und so suchst, ne? Das heik alles mal nach hinten wieder in die dazugehörigen Sachen verräumt. Hm. Überleg bloß, was ich mit der ganzen Geschützmuni mache. Müsste ich ja auch nochmal einen neuen Schrank aufmachen. Ja, mal eine zweite Etage. Oder ich mach den Schrank hier einfach leer. Ob die jetzt hier rein. Da haben wir zwar keinen Müllschrank mehr, dann sind die jetzt so oben. Weil da sind noch leere Schränke. Das ist ja nicht schlimm. So. So. Oh, wir können unserem Geschützturm noch andere Sachen geben. Kann man so gesagt upgraden oder umgraden oder was? Du kannst eine MP geben, du kannst ihm eine Tesla geben. Ach, das kann man einzeln alles einstellen, oder wie? Ja, da kannst du von innen gegen klicken, das habe ich jetzt erst gesehen. Du kannst von innen gegen klicken und dann, wir könnten dem auch einfach das MG geben und dann spawnt es bei uns und schießt jetzt halt ein MG. Ah! Geht auch. Okay. Oh, gut zu wissen, wa? Würde ich sagen. So, ich habe alle umsortiert und aussortiert ein bisschen, sodass wir da wieder eine Menge Platz drin haben.